Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Ratchet. Ja, Ratchet & Clank Rift Apart. Im letzten Part haben wir das Spa ein bisschen aufgeräumt und aufgemischt. Looten jetzt eben hier kurz noch und dann geht's auch schon weiter. Zack, da hinten war, glaube ich, noch ein bisschen Loot. Und dann können wir mit Rail wieder zurück an den Anfang und eigentlich mal die Map öffnen und gucken, was wir so alles jetzt noch sammeln können. Es lohnt sich, die Maps immer noch gründlich zu erkunden, weil es halt überall Zeug zum Looten gibt und Geheimnisse zu entdecken. Und wir wollen hier ja nicht durchhetzen, ne? Ich habe jetzt nicht das Bestreben, irgendwie durch das Spiel durchzurushen. Wir wollen das ganz gemütlich angehen und genießen, ne? Und das werden wir dann auch mal tun. Jung. So, dann nehmen wir mal die Rail und legen mal los, würde ich sagen. Zack. Okay, es jetzt sieht's. Muss ich nur noch... ist das schnell. Über zur Statue, Glitch einsetzen, ein Raumschiff holen und dann... Clank auf Sargasso finden. Bin unterwegs, Kumpel. Halte noch ein bisschen durch. There we go. Woo! Da sind wir wieder. Eins habe ich vorhin vergessen. Ein Spion dort für unsere Freunde vom Widerstand ist in der Fabrik versteckt. Vielleicht kannst du ihn ja holen. Ein Widerstandsspionbot? Spionbot? Klingt nützlich. Könnte ein Blick wert sein. Auf jeden Fall. Also ihr seht, es gibt ja noch so eine kleine Sidequest und so, ne? Jetzt schauen wir mal. Wir sind hier. Was ist das? Beschütze das Phantom, begib dich zur Nefarius-Statue, durchsuche die Fabrik. Optional. Das wäre sogar direkt einfach geradeaus. Also in die Richtung, in die ich gucke. Das scheint die Fabrik irgendwie zu sein. Ja. Begib dich zur Nefarius-Statue. Ah, guck mal hier, hier können wir jetzt rein dashen. Das ist schon mal nice. Jui! Direkt mal ein bisschen Raritanium eingesammelt. Uah. Es gibt nichts Befriedigenderes, als diese Kisten kaputt zu kloppen. Ich sag ja, wie es ist, ne? So, einmal zielen und bumm. Okay. Wo ist diese Statue nochmal? Ich will nicht zur Statue, ich will jetzt... Oh. What the fuck habe ich getan? Ich habe es geschafft, mich komplett kaputt zu backen. Aber nice. Muss auch mal sein. So, kann ich irgendwie denn jetzt diese Quest auch als aktiv machen? Markieren? Ich würde gerne diese Quest halt jetzt als... Diese Quest ist die, die ich machen möchte. Kamera zurücksetzen. Ich denke mal, das könnte klappen. Nee, es bleibt bei Statue. Irgendwo da oben geht's rein in die... In das Ding. Wir müssen nur einen Weg nach oben finden. Mal sehen. Irgendwie kommen wir da schon hin zu dieser... Nieder mit dem Widerstand! Ich höre da so einen gewissen... einen gewissen Unmut, was den Widerstand angeht. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Irgendjemand eine Idee? Wir müssen irgendwie da hoch. Was sagt denn die Map? Da hinten ist auch noch ein Weg. Also hier soll es irgendwo reingehen. Das ist das. Ich will in die Fabrik. Wie komme ich dort hinein? Wir müssen da irgendwie hoch. Hilft nichts. Irgendwie muss es da hochgehen. Oh oh. Da geht's jetzt aber schon zur Statue, ne? Ja, das ist schon die Statue. Hier ist so ein Goldboot. Heißt das, ich habe den oder heißt das, ich kann ihn noch finden? Achso, da ist kein Haken dran. Wir wissen, da ist ein Goldboot, aber wir haben ihn noch nicht. Ey, ich will jetzt da rein, das gibt's doch nicht. Es muss doch irgendwie einen Weg nach da oben geben. Vielleicht über die Dächer? Nee, möchte ich nicht. Ich muss rausfinden, wie ich in diese Dings komme. Wir werden jetzt nicht aufgeben, Leute. Wir finden einen Weg. Wo ein Blaufuchs ist, da ist auch ein Weg. Vertraut mir. Irgendwie muss das ja gehen. Ich kann bestimmt über eins von diesen Dächern gehen. Vernichtung. Achso. Moin!
Nee, lass mal, du. Ich muss hier irgendwie hoch, weißt du? Wie kommt man da hoch? Ich habe echt keinen Plan, wie wir zu dieser Fabrik kommen. Ich sehe sie, ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Das könnte jetzt doch klappen. Guck mal. Und ich wette, das war nicht der Weg, den man gehen musste. Das geht bestimmt auch noch einfacher. Aber egal, jetzt schauen wir uns um. Wir sind irgendwie nach oben gekommen. Es gibt bestimmt einen viel einfacheren Weg und ihr macht euch alle jetzt lustig auf YouTube über mich, aber das ist in Ordnung. Ich kann damit leben. So. Kann ich hier irgendwie rein? Nee. Moin. Sag mal, Leute, wo geht das denn hier in diese Fabrik hinein? Jetzt bin ich hier oben. Da kommen auch irgendwelche Roboter raus, aber wie geht es rein in die Fabrik? Wie geht es rein? Ah, hier, guck mal. Ah. Lol, das wäre wohl ganz einfach gewesen. Ich habe das gar nicht erkannt. Okay, wir haben schon mal Raritanium gefunden. Das hat sich schon mal gelohnt. Okay, das war mega einfach. Das war mega einfach. Man kann hier einfach stumpf hochlatschen. Aber komm, ich habe auch einen Weg gefunden, ne? Also so ist es nicht. Bin ganz stolz auf mich. Und da oben geht's an der Fabrik. Das heißt, wir müssen... Das ist immer noch nicht der richtige Weg. Wir müssen dahin. Oder? Nee, wir sind hier schon richtig. Es muss irgendwo... Ich glaube halt nicht, wo wir hin müssen. Wo ist diese Fabrik? Hier rein, aber da komme ich nicht rein. Und dann gibt es noch hier einen Weg. Wir gehen mal hier lang. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Dieser Weg wird der richtige sein. Ja, das sieht gut aus. Ist einfacher als gedacht. Man muss einfach die offensichtlichen Wege wählen. Ach, guck mal. Moin. Oh, oh. Der Blaster Stufe 4 erreicht. Das ist schon mal nice. Oh oh, Mann. Warum ist ja jetzt eigentlich hier das Ding die ganze Zeit am zeigen? Habe ich das markiert? Ah, okay. Nervig. So. Besser. Eliminiert? Ich sollte lieber schnell zur Verladerampe. Besser ist das. Wir müssen uns beeilen, nicht, dass sie das Ding noch platt machen, ne? Wir wollen ihn ja haben. So, auf zur Verlade-Rampe. Nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten läuft es jetzt langsam wieder, ne? Zack. Okay. Okay. Das sieht richtig aus. Ich habe hier auch nichts übersehen, oder? Da war nichts versteckt. Nein, gut. Auf Richtung Falade, Rampe, zack. Hey, vorsicht, ich arbeite hier. Wir müssen heute Nacht noch 1 Million Imperator Nefarius Gedenkstatuetten verschicken und die fehlende Raritaniumladung finden. Eine Million? Ja, absolut. Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß und Arbeit. Auch eben 1 Million Nefarius-Dinger einpacken, das passt schon. So, eben drehen. Das sieht doch sehr gut nach Verladedingsbums aus. Das ist bestimmt wie so ein Amazon-Versandzentrum. Nefarius Fabrik. Okay. Ich fahre mal einfach hier mit, würde ich sagen, ne? Ist da ein Lombax in der Fabrik? Tatsächlich ist hier ein Lombax in der Fabrik und er ist so süß und so flauschig. Oh, Raritanium schon mal, das ist gut. Ihr seht, es lohnt sich immer, sich gründlich umzusehen.
Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, da kann man draufklettern. Nein. Jetzt muss ich eben kurz mal checken, ob das Raritarium jetzt wieder weg ist oder ob das noch als eingesammelt zählt. Sollten wir eingreifen? Okay, Raritanium bleibt eingesammelt. Alles nice. Okay. So, wo müssen wir denn hin? Ich will mir nochmal wieder einen Überblick verschaffen und dann gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Also, unser Ziel ist hier hoch. Ah, da hinten ist so eine Wand. Okay. Das ist gar nicht so schwer. Wir müssen eigentlich nur auf eine Kiste drauf. Okay, wir müssen auf die Kisten drauf. Aufpassen, dass wir nicht sterben. Dü, 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 dü. Oh, zu weit. Okay, aber der Weg ist schon mal der richtige. Der Weg ist schon mal der richtige. So, und dann, ich mach mal ein bisschen... Moin ihr! Dann müssen wir hier rauf. Zack. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht noch irgendwo Raritanium übersehen. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Okay, let's go nach oben. Okay, weiter nach oben. Da hinten ist ein goldener Bolt. Kommen wir denn dahin, Alter? Wir müssen uns an den Dingern vorbeiarbeiten. Kommt man da dran vorbei? Okay, und jetzt müssen wir mal schauen. Ich liebe die Dinger. Wunderbar. Ach Gott, ist der flauschig. Er sieht halt einfach so mega flauschig aus. Ich freue mich aber jetzt auch schon, muss ich echt gestehen, wenn wir das erste Mal Rivet spielen dürfen. Endlich eine Lombax-Dame. Und dann ist die auch noch blau. Was willst du denn noch mehr, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine, ja? Ich bin im Paradies. Einfach im Paradies. So, gut. Den haben wir eingesammelt. Dann kann es hier weitergehen. Aber du darfst nicht hier sein. Ja, macht ja nichts, oder? Oder wollt ihr gegen mich jetzt kämpfen? Achso, ja doch, die wollen gegen mich kämpfen. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den Verpixler. Den müssen wir auch mal ein bisschen hochleveln. Dieser Spionbot muss Geheimnisse der Omega-Stufe oder sowas haben, wenn alle hinter ihm her sind. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Die Verladerampe muss da vorn sein. Okay. Die 23 Stunden Zwangsschicht. Angenehm, sag ich mal. Lieferungen an einem Tag? Wie soll ich das schaffen? Willst du sagen, das geht nicht? Nein, aber vielleicht? Dann solltest du deine Wahrscheinlichkeitsmatrix umprogrammieren. Sofort. Dass es dann möglich ist, ne? Sonst kommt der Imperator und er wird nicht sehr erfreut sein, wenn ihr die Vorgaben nicht erfüllt. Okay, wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Da habe ich nochmal Raritanium gefunden. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. So, man kann hier lang fahren. Ich weiß halt noch nicht so genau, wo wir hin müssen. Oder wie wir da hin müssen. Aber wir gucken mal. Ach, das sind diese ganzen Figuren, oder was? So, wir müssen da rüber. Oh, oh, süß sah das aus, aber das hat nicht geholfen. Gehen wir dann nochmal wieder hoch. Oh oh. Ratchet, ich sehe nichts mehr. Die Kamera. Ich glaube, wir müssen da drauf, auf diese Kiste. Okay.
try this out. Oh. Okay, und von hier aus können wir dahin. Das ist schon mal gut. Da ist gleich so ein Weg. Und bevor wir mit dem Weg gehen, einmal nur gucken, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Was ist denn dahin? Wo führt denn das da? Ach so, zu Raritanium. Alles klar. Hui! Das war lohnend. Kann ich wieder zurück damit? Nee, ne? Ah doch, es geht auch in die andere Richtung. Die Pfeile sind tatsächlich nicht one-way. Das ist doch schon mal nice. Und jetzt müssen wir da nur noch rüber. Irgendwie. Halt, Rebellen-Agitator! Rebellen-Agitator, nice. Halt, Rebellen-Agitator! Der Verpixler. Nefarius Transportlager. Okay, das wäre so ein dicker Rift. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Was sagt denn die Map? Sind wir hier richtig? Ja. Was ist das für ein Symbol? Raritanium. Mrs. Sorkon. Okay. Gehen wir wieder auf den Standardblaster. Gehen wir nach unten. Es fährt bestimmt dieser Zug weg. Ja, wie geil ist das denn hier? Ach so, cool. Oh oh. Oh oh. Versuch's doch. Okay, bis jetzt läuft's gut. Oh, die Deckung hält nicht. Endlos. Alter. Gib mir mal hier den hier. Dann nehmen wir den normalen Blaster. Der ist auf Distanz dann doch noch am besten. Wuhu! Vorsicht, keine Zivilisten verletzen. Oh. Oh oh. Ja, warte. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, keine Munition mehr. Oh, scheiße, Bruder. Oh. Es ist mal wieder so weit, mir geht mal wieder die Munition aus. Oh. Okay, ich glaube aber, wir haben es geschafft. Da ist er, wunderbar. Okay, warte, erst looten, dann Spionbot einsammeln. Crazy, das war... Nice, aber die Kämpfe bocken halt richtig. Zum einen sehen die bombastisch aus, muss man ja einfach sagen. Es sieht ja so geil aus. Oh, keine Munition mehr. Will ich jetzt ein paar Pixler benutzen? Ja, hilft mir nichts. Und... Ah, es ist ja so viel Shit am Abgehen auf dem Bildschirm. Das ist ja unnormal. Crazy, aber geil. Einfach nur geil. Kann ich da nochmal irgendwie rüber? Versuchen wir mein Glück, weil da habe ich noch Raritanium vergessen. Du hast das Raritanium vergessen, mein Blaufuchs. So. Okay. Dann können wir jetzt aber wieder zurück. Sollte es uns ermöglichen. Nein. Ich müsste dann nochmal wieder rüber. Hallo? Okay, so wird es schon gehen. Okay, we did it. So. Ja, Hahn, Entspannung bitte. Hier noch was? Nope.
Meine Lieben, ihr hört ihn nicht, aber ich höre ihn und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wird mal wieder Zeit für eine kurze Pause. Ja, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.